Schweig, du alter Gesell, spute dich doch endlich mal schnell. Denn droben aus dem Lokschuppentor schauen mit großen Augen drei Könige hervor, die uns zu ebener Erd gerade wieder Geschenke bescheren. Doch diese bringen die Geschenke nicht mit, sondern sammeln sie ein, ab jetzt noch mehr geschwind. Und uns Bürgern, die diese gewählt, nun schon im dritten Jahr sich gegenseitig gequält. Mal stopp, Mike, jetzt hat es auch der Letzte verstanden, hoffentlich. Nee, lass mal, das ist so, wie es ist. Und so mancher, wie auch unser Autor Mike, stehen zu den heiligen drei Königen, also Olaf, Robert und Christian aus der Berliner Wolke Nummer 4, sagen wir mal, die ja soeben noch die Kurve dieser Stunden bekommen haben, zumindest erklärungsspezifisch. Da hilft auch kein noch so scharfer Selbstgefälligkeitsverbalismus aus der ersten Reihe der ARD- und ZDF-Moderatoren, die dann solche mehr als niveaulosen Fragen geglaubt angebrachter Thematik zum Besten geben, dass die Regierung ja alles falsch mache und sofort zurückzutreten habe. Eine Minute später dann wieder berichtemäßig beklagen, wie schlecht die Welt doch sei, von wegen Klima, Krieg und Katastrophen, also K hoch 3. Musste mal gesagt werden, denn wer einigermaßen bis 3 zählen konnte und auch heute noch kann, dass so gute 50 Jahre in Saus und Braus gelebt wurde in dieser Republik, jetzt mal die Sünden erkannt werden und zurückgezahlt werden muss, oder etwa nicht? Schluss jetzt des Politisierens. Jetzt ist Weihnachten. Und da wollen wir unseren Sack mit Geschenken ausschütten und ein wenig die Spur-1-Gemeinde und natürlich Klaus im Besonderen ein frohes Fest wünschen. Mit einem neuen Video, wie es so gehen kann in Eigenarbeit, einer Planung eines spartanisch-preußisch wirkenden Lokschuppens als Lasercut-Version. Jetzt einmal farblich so getrimmt, wie dann die Bauteilkomponenten mit Verklinkerungsdarstellung zusätzlich einmal aussehen werden würden. Mensch, Schweig, was für ein Satzbau und Wortwahl wieder. Dein pädagogischer, engerer Familienkreis würde sich wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen und es einfach deiner neuen Fremdsprache Mischinsch zu ordnen. Wir buchstabieren Mischs, Scha, Inghas, also für die Wikipedia-isten, ne? Aber auch gut, wenigstens interessiert schon mal die nächste Generation, was Opa da so macht, also aus Holz statt Matschküchen und dergleichen. Ja, ich wusste auch nicht, was eine Matschküche ist, noch vor 4 Wochen. Aber egal, die Bestellung liegt vor. Im Übrigen, Klaus spricht wunschgemäß von einer inneren, weißen, verrußten Wandgestaltung im Endfinish einer Farbkleckserei. Ich freue mich heute schon auf Video Nummer sonst was. Die hier nun aus Farbgründen mit AutoCAD zunächst nicht wiedergegeben wird, weil die Verklinkerung auch innen noch ich zeigen möchte. Aber genießen Sie doch bitte selbst die Details. Lassen sich vielleicht inspirieren, was man gegebenenfalls mit seinem eigenen Projekt erreichen könnte. Tja, bleibt dir, lieber Klaus, zunächst einmal die Festtage etwas Zeit zu nehmen, in Ruhe diese Details anzusehen, bevor du gegebenenfalls den finalen Startschuss gibst. Jo, dann lass mal die Platten zeichnen für den Lasercutter, der Schnitt- und Gravurkonturen. Bis dahin wünscht Ihnen, dir, euer, dein Mike, ein frohes und gesundes Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und denk bitte dran, das Glas ist immer halb voll statt halb leer. Das gewährleistet die notwendige Tiefenentspannung unseres gemeinsamen Hobbys der Spur 1 Modelleisenbahnaktivitäten.
und einmal mehr aus Anlass dieser Weihnachtszeit statt so long ein Ho 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 zu sagen. Regiebuch. Die drei Gruben werden in der Modulplatte direkt fest eingebaut, während der Lokschuppen mit seiner Grundplatte mit 1 mm Abstand rundum positioniert werden kann, beziehungsweise auch jederzeit abnehmbar bleibt. Dazu kann ebenfalls das nur aufgesetzte Dach separiert werden, um in den inneren Bereich zu gelangen, um die zwei Zentralpunkte einer Verschraubung zu erreichen. Und natürlich eine Ausstattung wie Ölfässer und sonstiges Standardwerkzeug zu platzieren. Oder mal eine Lok rausschieben per Hand. Man weiß ja nie, wenn uns der Strom mal ausgehen sollte. Kelle? Die Fenster- und Toreinfahrten sind aus Holz gefertigt angedacht und werden in einem gedämpften Mitteldunkelgrün gehalten. Als Glasscheiben werden einfach Kunststoffkragen unserer neu gekauften Hemden verwendet. Nein, Spaß beiseite. Die Fensterrahmen sind zweifach ausgebildet, um eben eine Zwischenlage als Fensterschicht zu implementieren. An dieser Stelle darf schon einmal mehr, wie dem Profi sicherlich nicht entgangen sein wird, der kleine Wermutstropfen klar sein, dass man nicht um die räumlichen rechtwinkligen Flächen die Klinkergravur setzen kann. Das nimmt man eben, wie es ist. Oder fängt tatsächlich an, ein paar Fugen mit einem entsprechenden Pfeilchen, also mit einer Pfeile nachzuarbeiten, mal sehen, was die Praxis zeigt. Das andere Hauptteil an Holz, sprich Gebälk und Ständerwerk im Innenraum, wird atypisch dunkelbraun gehalten, nach dem Motto, hier ist Bondex aus der Vergangenheit, das Mittel der Wahl schon immer gewesen, um dem Holzwurm das Chaos zu machen von Anfang an. Hier zwar im AutoCAD noch heller wirkend, aber so ist nun mal das Zeichenprogramm, was die Farben betrifft. Da gehört eben etwas Endfantasie zu. Ebenfalls die Lüfterhutzen oben im Dachbereich werden einen dunkelbraunen Ton erfahren, während die Dachflächen selbst mit einem Grauton geglaubten Dachpappencharakter wiedergeben werden. Im Grubenbereich mögen Holzbohlen dunkelbraun in den Bereich der Schienen und seiner Schienenstühle herum, Klammer auf, hier noch bunt zu sehen, ja, die Fleißarbeit beim Zeichnen, das auf Rostbraun zu trimmen, ja, nicht mehr so viel Lust gehabt, mal ehrlich gesagt, Klammer zu. Wird einen guten Kompromiss als Übergang zwischen der Betongrundplatte Farbe Grau verschmutzt und selbiger sein. Konstruktiv vielleicht einmal mehr erwähnt, wie bereits in den ersten Videos zu diesem Lokschuppenprojekt, dass man auf die engen Platzverhältnisse auf dem Modul unseres Endempfängers die Tordurchfahrten mit gewünschten Lokeinstellgrößen wie 01 Öl soeben noch die Tore aufstellen und schließen kann mit benötigtem Durchfahrtfreiraumprofil in 1:32. Tja, es bleibt spannend, ergo bleiben Sie am Ball, also am Sender, wenn es Sie interessiert, wie es weitergeht. Vielleicht auch im Vergleich zu anderen etwas größeren Projekten im Spur 1 Forum. Respekt einmal mehr an jeden, der etwas so Großes angeht und dann auch noch publiziert zur Unterhaltung dieser Spur 1 Branche. Denn eines steht auch fest, Individualität kann nur in Eigenregie erfolgen, statt Kaufteile von den eher wenigen üblich verdächtigen Dienstleistern, die Lokschuppen als Bausatz anbieten. Klar, ist ungenommen immer eine gute Wahl. Denn mal ehrlich, wenn man schon die schwarzen Divas sein eigen bereits nennen kann oder möchte in Zukunft, dann muss man schon eine Behausung für eine adäquate Umgebung dieser selbigen schaffen. Und da führt kein Weg an einem Lokschuppen vorbei, egal wie groß er ist. Punkt. Ich habe mal wieder fertig.